Ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zum neuen Look Talk. Und zwar geht es heute um die Dienstleister mit Herz, der Branchentalk über Farb, Stil und Imageberatung. Also es ist genauso spannend, wie es klingt, nämlich einfach besser aussehen. Und wie das gelingen kann, nämlich einfach besser auszusehen, damit alles stimmt, die richtigen Abstände von Sakko und Hose zum Beispiel oder auch die richtigen Farben. Da wird uns jetzt Inge Walter aufklären und gute Tipps geben und mit guten Tipps versorgen. Hallo, willkommen, liebe Inge. Du bist Farb-, Stil- und Imageberaterin und du bist die Branchensprecherin der persönlichen Dienstleister mit Herz für Wien, für die Wirtschaftskammer. Habe ich das richtig gesagt? Für die Farbtyp und Stilberater. Farbtyp und Stilberater. Und du bist Farbtyp und Stilberater. Genau, im Bundesausschuss der Wirtschaftskammer vertreten. Genau. Und du fällst eben auch unter die persönlichen Dienstleister mit Herz. Ja, man braucht natürlich auch Herz und Seele und Verstand, um das zu machen, was du tust. Du bist Farb- und Typberaterin und Imageberaterin. Erklärst du uns einmal, was du machst und was das ist? Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, wenn wir einander begegnen oder wenn die Menschen sehen, dann geben wir ein bestimmtes Bild ab. Wir sind ja visuelle Wesen und oft ist aber dieses Bild, das wir abgeben, gar nicht in dem eigenen Sinne. Und da geht es dann zum Überlegen, wie könnte ich dieses, meinen persönlichen Auftritt verbessern oder optimieren. Und das hat sehr viel mit den richtigen Farben natürlich zu tun. Jetzt bist du heute hier in einem ganz besonders schönen Rot, ein Rot, das mich ungeheuer anspricht. Das ist so ein warmer Rotton, der einen hineinzieht, nicht zu grell, nicht zu kalt, nicht zu laut und nicht zu dunkel. Ein bisschen so ins Bärige gehend, ja. Was sagt uns denn dein heutiges Outfit über dich? Mein heutiges Outfit über mich war, wir haben jetzt besondere Zeiten, da braucht es natürlich noch viel mehr Energie. Okay, ja. Das heißt, die Farbe Rot gibt auch immer Energie? Die Farbe Rot gibt Energie, wobei ich mir aber auf der anderen Seite auch überlegen würde, ich würde zum Beispiel nie mit einem roten Hosenanzug vielleicht bei Gericht erscheinen und dort vielleicht etwas erstreiten, weil Rot kann auch leicht für Aggressivität stehen und das wollen wir doch nicht. Mhm. Wir wollen uns das Beste rausholen. Mhm. Ja, und vielleicht der erste Tipp, vielleicht kann man nicht immer Rot tragen, aber das Rot Unglaubliche, dann kann man es tauschen auf rote Unterwäsche. Bringt Energie und sieht kein Mensch. Sehr gut. Wie findet man denn jetzt die richtige Farbe, die zu einem passt? Also früher hat man ja oft über diese Winter- und Sommertypen gesprochen. Ich weiß nicht, ob das noch relevant ist. Da gab es Farbeinteilungen, die gibt es wahrscheinlich immer noch. Aber wenn ich jetzt da nicht lang rumrechnen will und ich möchte einfach wissen, welche Farbe passt jetzt wirklich zu mir, wie gehe ich da vor? Diese Farbberatung oder dieses Austesten, ja, am besten mit einem T-Shirt beim ungeschminkten Gesicht vor dem Spiegel treten und zu schauen, aha, schmeichelt mir das eher oder weniger? Mhm. Ja. Profis, die Farbberater, die haben natürlich das Equipment dazu mit verschiedenen Farbtüchern. Ja. Ja. Und da kann man ganz genau sehen, vor dem Analyse-Spiegel, wie die Farben wirken. Und da passieren immer wieder große Aha-Momente und sagen, oh, aha, das lässt mich strahlen oder na, die passt mir überhaupt nicht, da kann man gleich direkt zum Arzt gehen, weil sie am so schlecht steht. Aber jetzt erkennst du ja wahrscheinlich schon, wenn du jemanden siehst, bist ja sehr geschult durch viele Jahre hindurch, du erkennst, was steht dieser Person und was sollte sie besser lassen. Wenn du mich jetzt zum Beispiel anschaust, was würdest du sagen, welche Farben sind für mich eher ein No-Go? Und welches sollte ich tragen? Ja, du bist ja sehr, sehr hell, ja. Also für mich wäre schwarz viel zu hart für dich. Mhm. Es wäre natürlich auch immer die Frage, wo bin ich, wo bewege ich mich? Mhm. Schwarz steht ja für festlich, für Eleganz, steht aber auch für Trauer und Distanz. Mhm. Mhm. Und was möchte ich bewirken? Mhm. Und so auch die entsprechende
Farbauswahl für diese Dinge treffen. Also schwarz nicht unbedingt bei mir im Alltag, aber zu welchen Farben sollte ich dann greifen? Ja, rot hast du vorher schon angesprochen. Okay. Ist eine super tolle Farbe in verschiedenen Stufen. Auch ein Trick oder ein Tipp ist, trage die Farben deiner Augen. Ah, die sind blau. Die sind dann, ist auch eine Lieblingsfarbe von mir. Ja. Ja. Das klingt doch fantastisch, ja? Also blau kann nicht falsch sein, wenn die Augen blau sind. Ja, wenn die Augen braun sind, sollte man sich dann eher in den Braun vielleicht ein bewegen. Braun und vielleicht eine Kontrastfarbe dazu. Wäre auch eine gute Alternative. Wie ist es denn überhaupt mit starken Farben und mit Pastellfarben? Da gibt es ja auch geteilte Meinungen. Manche sind der Meinung, starke Farben sind zu laut und erdrücken eher. Andere sind der Meinung, ja, besser Farbe als so ein fader Pastellton. Was sagt denn die Farb- und Stilberaterin? Ja, ich würde das jetzt unterscheiden und zu sagen, wo bin ich? Was ist heute die Aufgabe des Tages? Stehe ich vielleicht auf einer Bühne und vor mir 200 Leute, dann wird vielleicht Pastell irgendwo untergehen. Wow, ist vielleicht kräftiger. Also dann eher was Stärkeres. Was Stärkeres. Wenn ich einen Auftritt möchte, dann darf ich gesehen werden, dann darf ich zu Rot, vielleicht auch zu einem Blitzblau greifen. Genau, wo passt es hin? Vor allem auch, wer sind meine Zuhörer, wer sind meine Gäste? Das Pastellfarbige geht doch eher in dieses liebliche, feinere, einfach zu überlegen und auch den Wirkungswunsch zu überlegen. Familienfeier, oder? Wäre Pastellfarben vielleicht. Ja, vielleicht mit der Erbtante. Oder Schwiegermutter so. Schwiegermutter. Erstes Kennenlernen. Das sind die Pastellfarben, oder? Pastellfarben, ja. Genau. Ist ein guter. Wo nichts schief gehen kann. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Genau. Und wenn ich einen Auftritt möchte, dann eher zu klaren, starken Farben greifen. Ja, wenn es zur Persönlichkeit passt, ja. Genau. Also, Dunkelblau signalisiert ja wieder Kompetenz. Dunkelblau ist die Farbe des Vertrauens. Ja, das sind die Blautöne. Also im Business nicht falsch. Kann nie falsch gehen. Ja. Auch da vielleicht oft ist es ein bisschen zu dunkel. Vielleicht einfach, oft ist das Dunkelblau schon in Schwarz gehend. Vielleicht doch drauf schauen. Sich die Farbe auch bei Licht ansehen. Wie wirkt die Farbe bei Tageslicht? Nicht jetzt nur auf die Umkleidekabine bezogen, sondern bitten Sie die Verkäuferin und sagen, also ich möchte jetzt gerne mal auf die Straßen raus, können Sie mal, bitte möchte ich gerne sehen, wie das wirkt. Ja, genau. Und dann sieht man das sofort. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Eine Farbe, die immer passt bei dir? Also Lieblingsfarbe würde ich ja gerne persönlich orange tragen, ja, ganz offen. Aber sie steht mir einfach nicht zu Gesicht. Ich nehme sie dann als Handtasche oder Schuhe, je nachdem. Ja. Persönlich mag ich die Bärentöne. Und persönlich mag ich auch Grau und Blau. Das sind auch meine Lieblingsfarben. So als Grundfarben sozusagen. Und dazu kombinierst du dann meine Grundfarbe ist Grau meistens oder Dunkelblau, also Grau. Und zudem kombiniere ich dann. Und das ist dann, für mich ist immer wichtig, dass ich die Dinge, dass es einfach geht. Genau. Aber das geht vielleicht dann auch gut, wenn man eine Grundfarbe hat und auf dieser Grundfarbe aufbaut, oder? Korrekt. So wie du sagst es. Seine Grundfarbe zu finden, die zu einem passt, zu seinem Typ. Und sagt, ja, und von der damit dann ausgehen. Wohl, und da baue ich dann auf. Und sagt, da kann ich dann das und das und das alles kombinieren. Da ist es dann, wenn man in seiner Farbwelt ist, ja, oft grenzenlos, glaubt man. Genau. Jetzt bist du nicht nur Farb-, sondern auch Stil- und Image-Beraterin. Das heißt, du kümmerst dich bei deinen Kundinnen und Kunden auch um den richtigen Auftritt und um die richtige Wirkung, also um das Image. Wir haben zuerst ein bisschen geplaudert. Das sind oft Kleinigkeiten, die den richtigen Auftritt ausmachen, wie zum Beispiel die Länge der Jacke oder des Sakkos. Um das zu demonstrieren, würde ich dich jetzt bitten, aufzustehen. Wir drehen uns ein bisschen zur Kamera. Ja. Und du erklärst uns vielleicht jetzt einmal, worauf es bei der richtigen Jackenlänge ankommt. Ja, weil also deine Jacke ist perfekt gewählt, sehe ich die Länge. Aber wie kommst du zu der Annahme, dass das richtig ist? Ja, es geht natürlich auch um die Mitte des Körpers und das ist der Schritt. Und hier in dem Fall endet die wunderbar beim Schritt. Und wenn ich jetzt die Jacke ein bisschen kürzer tragen würde und dazu eine andersfärbige Hose, dann hätte ich ja natürlich wieder eine andere Wirkung, die ich jetzt vielleicht gar nicht mag. Wenn ich jetzt das rote Sakko dazu habe,
eine schwarze Hose, dann ist das in Proportion und so auf den Blick, hätte man jetzt das Gefühl, das Rot ist zu mächtig. Also das heißt, es hängt jetzt davon ab, ob Oberteil und Unterteil in der gleichen Farbe sind. Ja. Hier, ich habe es jetzt in der gleichen Farbe, hier ist es einfach, da kann nicht viel schief gehen. Genau, aber wäre jetzt die Hose schwarz, würde die Jacke kürzer sein? Müsste die Jacke kürzer sein, um für das gegenüberliegende Auge, für das menschliche Auge zu sein, und damit optisch längere Beine zu zaubern. Okay. Und wenn sie zu kurz ist, ist das aber auch nicht gut. Zu kurz ist, ist es auch nicht gut. Vielleicht sieht man dann die Unterwäsche, die nicht ganz gut sitzt. Das wäre auch immer so ein Thema, genau. Weil Unterwäsche ist das wie beim Hausbau. Ja, da hat man auch das Fundament, da schaut man auch, dass das drauf ist. Und so ist auch die Unterwäsche bei der Bekleidung. Die ist das Fundament, damit die Kleidung gut aussieht. Also richtige Unterwäsche, gute, schöne Unterwäsche, in der man sich wohlfühlt, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und es natürlich ausprobieren und die Unterwäsche muss alles mitmachen. Von Bücken bis Strecken bis, und sie muss noch immer sitzen. Und da geht es nicht um Spitzen, sondern ich rede jetzt von Unterwäsche, die einfach businesstauglich ist. Ja. Genau. Und jetzt hast du sehr interessant natürlich auch das Oberteil, also die Farbe des Oberteils abgestimmt auf den Rest. Das heißt, das Oberteil ist dunkler, der Rest ist heller. Ist das optisch streckend, so wie du das hier Das trägst? Ist optisch. Dadurch, dass ich eine Längsunterbrechung habe, gebe ich dem gegenüberliegenden Auge einfach optisch, wirkt man schlanker. Wenn das drunter dunkler ist als das drüber. Es kann auch heller sein, ja. Sondern es geht einfach um diese Farbunterbrechung. Mhm. Also nicht alles im gleichen Ton. Nicht alles im gleichen Ton, das ist wieder was anderes. Gleicher Ton, Ton in Ton, hat wieder eine andere Wirkung. Schummelt 2 Kilo mehr drauf. Nein, es schummelt auch weniger, aber vielleicht es ist offensichtlicher, wenn man da Farbunterschiede hat. Das heißt, es macht schlanker. Schlanker. Ich möchte es ganz klar wissen. Ja. Es macht schlanker, wenn ich einen Farbunterschied einbaue. Ja, es macht den optisch schlanker. Bekleidung ist doch eine einzige optische Täuschung. Optische Täuschung. Genau. Genau. Da kann man so viel schummeln, nennen wir es einfach so. Und das ist doch wichtig zu wissen, die Tricks und Tipps. Auch die richtige Hosenlänge ist ja auch, das wichtig ist, für die Beinlänge natürlich, nicht? Also das heißt, wenn man das so wie du gewählt hat, dass der Hosenbund abschließt sozusagen mit dem oberen Rist und noch ein Stück vom Fuß zu sehen ist, schummelt man ein bisschen längere Beine. Ja, ich schummel mir die längeren Beine mit durch den Absatz. Ich hätte eine andere Wirkung, wenn ich jetzt Sneakers dazu tragen würde. Dann wäre ich optisch auch ein bisschen, würde ich kleiner wirken. Mhm. Also, und die sind ja, und ich sage, jetzt kommt sicher nicht, kann ich nicht den ganzen Tag mit solchen Schuhen laufen. Verstehe ich. Also, ich bin als Reservepaar mit. Und tausche sie dann aus. Genau. Und wechselt die Schuhe. Ja. Fein. Jetzt hast du uns ein bisschen was mitgebracht, sehe ich hier. Das musst du uns erklären. Ja, ich habe mitgebracht auf der einen Seite. Wir dürfen uns wieder setzen, sagt der Andreas, unser Content- und Videomanager. Ich habe mitgebracht, man sieht ja immer wieder, wir haben zuerst von der richtigen Jackenlänge gesprochen, das wollte ich auch noch bei den Herren ansprechen, dieses klassische Herrensakko, das endet in der, das kann man austesten, in der offenen Hand, wenn die Kante hineinpasst, dann ist die richtige Länge, ohne dass das jetzt aufsteht darinnen. Okay, also das heißt, die Herren bitte hinstellen. Hinstellen, genau, Hand nach unten, das Ende des Sakkos umfassen und schauen, steht es auf oder liegt es ganz locker drinnen, dann kann man drauf. Wenn es locker drinnen liegt, dann stimmt die Länge. Dann stimmt die Länge, kann man darauf vertrauen, dass die Länge stimmt. Genau. Fein. Das sind die einfachen Tipps. Ja, fein. Was hast du uns jetzt mitgebracht? Ich habe euch noch mitgebracht einen Balancepunkt. Aha. Ein Balancepunkt, ja, auf die Längen von Shirts und T-Shirts sind doch auch oft entscheidend, wie man wirkt. Also das heißt, mit diesem Balancepunkt kann ich erkennen, wie mein Ausschnitt wirkt? Da kannst du dann messen, an welcher Stelle deines Körpers der Ausschnitt richtig wäre, um auch noch in Proportion zu sein. Okay, zeigst du uns das? Ja, das geht ganz einfach. Ja, ich habe hier ein einfaches Lederband und dazu, das habe ich jetzt nur als Gewicht, damit man es besser sieht.
ansetzen am Hals, am ansetzen am Haaransatz, das andere am Kinn. Es ist völlig egal, ob um der Nase oder drüber. Dann lasst man es fallen, so. Und dann hat man die optimale Höhe, wo der Ausschnitt enden kann. Und das ist einfach, dann ist man in Proportion. Der halben Höhe wären dann noch die ideale Höhe für Ketten. Und ganz wichtig wäre den Kopf gerade, weil hat man schief, dann ist der Ausschnitt zu tief. Also beim Dirndl macht man so. Beim ja. Dirndl ist es etwas anderes. Genau. Jetzt streckt ein Ausschnitt, wie du ihn trägst, natürlich mehr als ein runder, ist das richtig? Ja, auch hier ist wieder entscheidend. Der sogenannte V-förmige Ausschnitt. Wie ist meine Halslänge in Proportion zu meinem Körper? Auch hier kann man einiges kaschieren oder unterstreichen oder hervorheben. Und deine Kundinnen werden von dir sozusagen und deine Kunden werden von dir ausgetestet. Ja, also das heißt, du misst die Körpermaße und gibst ihnen dann eine exakte Anleitung, was jetzt wirklich stimmt. Wir messen aber nicht in Zentimeter, sondern in Proportionen. Wo kann ich etwas hervorheben. Genau. Oder wo kann ich etwas ausblenden? Oder das sind auch immer die Fragen an meine Kundinnen. Erzähl mir, welche 5 Punkte möchtest du an dir? Ja, da kommt relativ wenig. Aber wenn ich sage, welche 5 Punkte magst du nicht an dir? Ja, da kommt gleich mehr. Da kommt gleich viel, viel mehr. Ja, ja. Also da gilt es auch, dahin zu unterstützen und zu stärken und zu sagen, hey, da gibt's so Wunderbares. Genau, das klär doch deine Vorzüge hervor. Die Schokoladenseite, nicht? Ja. Genau, jeder hat eine Schokoladenseite. Jeder. Stimmt das eigentlich, dass das Gesicht ungleich ist und dass man immer eine Schokoladenseite hat im Gesicht? Das Gesicht wenn wir schon dabei sind? Ja, das ist ungleich, ja. Und beim einen halt mehr, beim anderen weniger, aber mein Gott, das ist das, was uns die Natur mitgegeben haben, ja. Genau, und du erkennst aber auch die Schokoladenseite deiner Kundinnen? Ach, die Schokoladenseite, das möchten die Kundinnen selbst sagen, das ist meine Schokoladenseite auf den Fotos. Sollte man selbst herausfinden. Ja, da haben die Kundinnen ihre Lieblingsseiten. Das hängt auch damit zusammen, bin ich dahinter gekommen mit der Rechtshänder und Linkshänder. Auch das spielt zusammen. Genau. Ja. Jetzt hast du uns hier Pakete mitgebracht. Ja. Ja, was? Ich habe auch noch einen Schal mitgebracht. Ja, dann möchtest du zuerst den Schal erklären. Ja, ich erkläre mal den Schal. Und zwar, das ist jetzt der Tipp für die Herren. Ja, bei den Herren, die haben jetzt immer so den Schal so einmal schnell rum, schnell durch und fertig. Ne? Ja, und ich habe jetzt heute einen Trick. Das heißt, der Beginn ist dasselbe. So, dann nehme ich aber nur einen Teil. Einmal durch, eine halbe Drehung. Das ist das ganze Geheimnis. Nicht mehr. Halbe Drehung. Andere Seite durch, fertig. Und der Schal hat einen anderen Look. Okay, das heißt, da ist dann ein gekonter Twist. Ein Twist drinnen, aber das ist nicht nur für die Herren, das ist doch für die Damen ein guter auch ein guter Tipp, ja? Genau. Ja. Aber da gibt es noch etwas anderes für die Damen vielleicht, das nächste Mal. Wenn man oft sagt, okay, und was nehme ich jetzt dazu? Ich habe den Schal da jetzt genommen, um einen farblichen Kontrast zu meinem Hosenanzug zu haben, aber in die Mitte einen Knoten einmal rum. Er muss natürlich lang genug sein. Ja. Das, glaube ich, geht sie da jetzt nicht aus. Aber das ist der Vorführeffekt. Und dann ziehst du das einmal durch. So, die andere Seite durch. Ja. Es ist ja toll, dass du das so blind kannst. So. Ja. Und? Aha, und dann hast du hier einen seitlichen Knoten. Jetzt hat man einen seitlichen, kann ihn natürlich auch vorne tragen, je nachdem, wo man es braucht, wo es passt und braucht. Könntest du gleich lassen, schaut wunderbar auch länger aus. Sein. Ja. Genau. Nein, du musst ihn runternehmen, weil das Mikro verdeckt ist. Genau. Ja. Dann nehmen wir es auf die andere Seite. So. Nein, ich nehme ihn wieder runter. Nehmen ihn wieder runter, genau. Also mit Schals kann man ganz viel. Ganz viel machen. Also spielen und kreativ sein. Von kleinen Kinder einwickeln, habe ich immer gesagt, bis als dekoratives Teil. Genau. Geh niemals ohne Schal aus. Geh niemals ohne Schal. Ja. Paschmina muss immer im Gepäck sein. Genau. Ja, und
Jetzt kommen wir zu den Paketen, die da so einladend stehen, wo, glaube ich, nichts drinnen ist oder leider nichts drinnen ist. Sind keine Weihnachtspakete. Sind keine Weihnachtspakete. Aber ich habe es mitgebracht, um es einfach zu demonstrieren. Das sind zwei gleiche Pakete. Wenn ich jetzt sage, in jedem ist gleich das gleiche innovative Produkt drinnen. Der Preis ist gleich, alles gleich. Ganz spontan, auf welches würden Sie greifen? Naja, also wenn ich das jetzt sehe, das ist ein bisschen zerrissen und ein bisschen abgemurrt da. Also wenn ich jetzt weiß, es ist hier nicht das funkelnde Etwas drinnen von Cartier, dann würde ich zu dem greifen. Ja. Weil es einfach schön ausschaut. Ja, das heißt, es ist fürs Auge, nicht? Genau. Das heißt, wir greifen eigentlich auf das ganz spontan auf das hin, was dem Auge besser gefällt. Das ist klar. Und so geht es auch natürlich mit dem Outfit. Mit dem persönlichen Auftritt. Mit dem Menschen. Ja? Mit dem Menschen. Das heißt, wir, die Menschen, sind die Pakete und wir sollten uns tunlichst so verpacken. Ich habe es jetzt auf Metapher genommen. Ja, genau. Aber ich habe es hier, ist es handlich zum Demonstrieren. Mhm. Wunderbar. Deine Kundinnen kommen aus allen Bereichen. Es sind nicht nur private Kundinnen, die ihren Auftritt verbessern möchten, sondern auch Profis, wie zum Beispiel Maßschneiderinnen, glaube ich. Maßschneiderinnen, die eine Ausbildung machen als Farb- und Stilberaterin, ja, um einfach ihre Kunden noch besser beraten zu können. Mhm. Oder auch Friseurinnen, die ausgebildete Farb- und Stilberaterinnen sind. Mhm. Also vieles ist einfach, oder als zweites Standbein, da gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten und Varianten, wo man immer wieder staunt. Ein sehr kreatives Feld, wo sehr viel Luft nach oben offenbar noch ist. Also ich glaube, die Leute haben auch immer Bedarf, natürlich immer besser auszusehen. Auch ein bisschen geschürt natürlich durch Social Media. Und insofern ist der Beratungsbedarf natürlich auch da. Hast du das Gefühl, dass der steigt? Ja, auch jetzt in Bezug auf, dadurch, dass man sehr viel Zeit im Homeoffice verbringt, auch die Wirkung vor der Kamera. Mhm. Ja, jetzt habe ich ja nur meinen Bildschirm, ja, und das ist meine Bühne. Und da gilt es darum zu sagen, wie kann ich das optimal nutzen? Mhm. Das heißt, da hättest du auch Tipps, wenn ich im Homeoffice vor dem Bildschirm sitze, wie ich meinen Auftritt vor dem Bildschirm verbessern kann? Ja, da gibt es auch ganz einfache Tricks und Tipps. Materialien überlegen, nichts Kariertes tragen, nichts mit Schreifen. Das fängt zum Flimmern an oder dieses Thema Hahnentritt. Ja? Das beginnt in der Kamera zu flimmern. Und auch ein Tipp ist nichts Schwarzes. Eher hell. Eher hell, weil das Schwarz macht dunkel. Ja, und ganz wichtig, was ist der Hintergrund? Was zeige ich denn im Bild für einen Hintergrund? Das ist immer die berühmte Zimmerpflanze bei den meisten. Ja, aber da habe ich schon andere Dinge erlebt, ja. Ja. Also. Die ist noch gut, die Zimmerpflanze. Zimmerpflanze ist bestens, ja. Ja, also nicht unbedingt in der unaufgeräumten Küche sitzen. Korrekt. Auch nicht, wo man denkt, oh, Bücher sind immer gut, das klingt so nach viel Wissen. Ja, dann wirklich sehr auf die Titel achten, die man da in der Bibliothek stehen hat. Mhm. Die Comicsammlung wegräumen. Ja, oder da gibt's ja vieles. Genau, also immer auf den Hintergrund achten, ganz wichtig. Ja, auf das klare Outfit achten, eher hell. Auch nehme ich an, ein bisschen, dass die Frisur sitzt. Ja, und auch auf die Kameraeinstellungen. Mhm. Ja, das sieht man immer wieder so, die Kamera auf Froschperspektive, wo ich dann auf die Menschen hinunterspreche. Keiner möchte von oben nach angesprochen werden. Oder das Umgekehrte, wo ich es wieder oben habe und wo ich in der Froschperspektive spreche. Auch das ist ein Thema zum Thema Image, Kameras auf Augenhöhe. Und dann kommt man, rückt man sich selber ins rechte Bild. Genau, ja. In unserer digitalen Welt, pandemiegeplagten Welt, auch immer wichtiger, dass man auch den richtigen digitalen Auftritt beherrscht. Genau. Auch da kannst du und deine Kolleginnen unterstützen. Genau. Vielen Dank, liebe Inge, das war ein spannendes Gespräch. Wir werden jetzt ein bisschen in uns gehen, die Zuschauer, Zuschauerinnen und ich, und uns ein bisschen abchecken, farbmäßig. Ja, also ich bin heute rosa. Rosa ist so die Farbe, da weiß ich gar nicht, was ist rosa? Hoffnung?
Rosa ist immer... Immer gut. Immer gut, ja. Es kommt immer, ist sehr freundlich. Ja, ja, ja. Also strahlt Lebensfreude auch aus, ja, Rosa. Ja. Kann ich anlassen heute. Wunderbar. Fein. Inge, kann man eigentlich eine Farb- und Stilberatung auch zu Weihnachten schenken? Das ist eine großartige Idee, ja. Ich höre es immer wieder von den Ehemännern, die sagen, ja, meine Frau hätte es gern die längste Zeit. Ja. Guter Tipp, ja. Im Firmen A bis Z, also das ist ein Teil auf der Seite von der Wirtschaftskammer, da findet man alle Farb- und Stilberater in der Nähe. Mhm. Und gerade jetzt vor Weihnachten ist doch wirklich eine passende Gelegenheit, dort einen Gutschein zu kaufen und damit seiner liebsten Freundin, wem auch immer, große Freude zu machen. Also das heißt Wirtschaftskammer, Firmen A bis Z, da sind die Farb-, Stil- und Imageberaterinnen aufgelistet. Genau. Und da kann ich mir dann jemanden dann auswählen. Kann man dann kann man auch lesen, wer etwas anbietet mit Schwerpunkten und natürlich auch im Raum Wien vielleicht die nächste Farbe von der Nähe, von der Erreichbarkeit und kann man alles wählen und sich aussuchen. Dort wird man beraten. Geht alles online. Geht alles online, genau. Und die Beratungen möglicherweise dann auch online, je nach Situation. Je nach Situation, auch hier gibt es dann die entsprechenden Möglichkeiten und kreative Ideen. Aber es wäre doch jetzt einmal etwas anderes, gell? Ja, klingt gut. Ich danke dir fürs Kommen und hoffe, wir sehen uns noch viel, viel öfter. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt euch den einen Tipp und Trick mitnehmen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.